Willkommen zurück zu Let's Play Pikmin 4. Wir sind gerade im neuen Gebiet angekommen. Vertrauen, dass wir da also erleben können. Sonnige Anhöhen heißt das Gebiet, wo wir jetzt gerade sind. Und erstmal Mrs. Colin. Hallo, hallo, hier ist Pris Colin. Mandaten zufolge bist du ohne Zwischenfälle im Zielgebiet angekommen. Ja, so sieht's aus, ne? Erklär einen Moment, ich lasse die Chefin erklären, wie wir bei der Rettungsaktion vorgehen. Okay, Chefin, dann hau doch mal raus. Wie läuft das? Siehst du die Uhr oben links auf dem Bildschirm? Diese Frage. Sie ist so synchronisiert, dass der Zeiger den Restenrand erreicht, wenn auf diesem Planeten die Sonne untergeht. Suche tagsüber nach unserem vermissten Kollegen, kehre aber unbedingt zum Basiscamp zurück, bevor es dann dunkel wird. Verstanden. Sonst kommen nämlich hier in Minecraft böse Kreaturen. Wir sehen auf das. Oh, vielleicht hast du dich schon gewundert, was die Zwiebel in der Nähe der Beagle macht. Der Information aus dem Logbuch zufolge dient die Zwiebel im Pikmin auch als Transportmittel. Für ein schnelles Vorankommen ist es immer gut, Hilfe dabei zu haben. Lass dich da draußen also von den Pikmin unterstützen. Ah, damit kann man die alle runtertun. Jetzt zum Beispiel habe ich 10 von 20 Pikmin dann dabei. Also, wir müssen nach Zeug suchen. Mach mal, was jetzt passiert. Ein hübscher Stein, oder? Ein Schatz ist das wohl nicht, aber vielleicht kann man damit etwas machen. Ich sehe mal in Olimars Logbuch nach. Rohmaterialien. Aha. Rohmaterial wirkt auf den ersten Blick wie ein gewöhnlicher Stein. Okay, also auf den ersten Blick ist es also ein gewöhnlicher Stein. Doch tatsächlich handelt es sich um, fossilierte Biomasse, meinst du mir, kratzt irgendwie gerade leicht ab. Dieses misst beim Erhitzen und bildet eine lehmähnliche braune Substanz, die gut formbar ist und vielseitig eingesetzt werden kann. Das ist doch super. Wenn es um Maschinen geht, kenne ich mich ganz gut aus. Aber ich weiß nicht, wie man Materialien weiterverarbeitet. Wenn du Ruster wäre, er wüsste bestimmt damit was anzufangen. Vorläufig sollten wir das Rohmaterial einfach einsammeln. Wenn Rust wieder da ist, wird er sich bestimmt darüber freuen. Ja, dann werfen wir auch mal den ganzen Rest. Und nehmen auch nochmal den Hund mit. Boah, der frisst das einfach. Sag mal, geisteskrank. So, da holen wir nochmal die anderen Pikmin. Kommt's alle her. Ah, damit können wir wieder neue Pikmin machen. Und machen wir das parallel dazu einfach auch. Und genau. Ah, oh, ja. Ist schon alles gemacht hier. So, da vorne ist etwas Böses, oder was? Hm? Warum kommen denn keine neuen Pikmin aus der Zwiebel? Die empfangen Lebenszeichen, denen zufolge sich die Anzahl der Pikmin innerhalb der Zwiebel erhöht hat. Aha. Vielleicht kann es sich nur mal eine bestimmte Anzahl Pikmin auf der Oberfläche aufhalten, damit zu große Verluste vermieden werden. So. Da sind schon die ersten bösen Käfer sind, die man damit einfach erledigen kann. So, boah. Damit kann man 5 Pikmin machen. Ist ja geisteskrank. So, irgendwo nur noch mit ganzen anderen Pikmin rum, kann das sein? So, bleibt mal bei mir, lieben Pikmins. Wir haben nämlich noch ein bisschen was zu tun. So, da braucht es noch einen. Okay. So.
Gut, dann haben wir das Sommer auch. So, da sehe ich doch gleich noch was sehr, sehr Interessantes da hinten. Die Frage ist, ob wir jetzt so leicht hinkommen. Ich glaube aber ehrlich gesagt fast, dass wir noch nicht, dass wir so weit nach hinten kommen. Schade, Marmelade. Ich will jetzt irgendwie an diesen Baseball dran kommen. Wieso ist hier jetzt angegangen? Bei mir ist einfach hier angegangen, aber okay. So. Was ist im Blick auf die Karte und Karten fehlen die fehlenden? Was holt die fehlenden? Achso, ja, ich sehe es da so, ne, dass da was Interessantes ist. Brauchst mir nicht so sagen. Leg mir nur, wie wir jetzt einen Weg finden, da hinzukommen. Hier kommen wir mal nicht hoch. Bitte komm, David. Ich habe noch etwas Wichtiges vergessen. Um unsere vermissten Kollegen zu finden, wirst du Otzins Hilfe brauchen. Mit seinem guten Geruchssinn kann Otzin die Fährte unserer Kollegen aufnehmen. Okay. Von Anfang sollte der Auftrag Sucher reißen. Okay, okay. Aber ich würde ganz gerne erstmal dieses blöde Teil da aufsammeln und danach das machen. Du wirkst verwirrt, David. Hast du den Begriff noch nie gehört? Wie erklärst du dir am besten? Dann Dory bedeutet, seine Aktionen voraussauen zu planen, beim Verfolgen seiner Pläne effizient vorzugehen. Okay. Dieses Wissen ist etwas in der Vergangenheit geraten, aber bei der Rettungstour bemühen wir uns, es umzusetzen. In Vergessenheit geraten. Es ist sehr wichtig, dass man sein Dory-Können verbessert. Wenn du nach unseren Kollegen suchst, wirst du es brauchen. Dann Dory. Ich gucke jetzt mal, ob ich es finde, ob es. Damit was. Noch nie gehört. Dann Dory. Komm mal doch mal. Machen wir mal Google-Übersetzer, mit was er dann Dory übersetzen würde. Sprache lassen wir auch mal erkennen. Dory, Japanisch. Dandori. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat in der Aufnahme. Dandori. Das heißt zu Deutsch. Anordnung. Anordnung. Dandori. Anordnung. So, jetzt wisst ihr weshalb. Also Anordnung heißt das. Jetzt wissen wir auch wieder eine Sache mehr. Das sieht man mal, ne? So. Ist für alle ja schön, aber ich will jetzt erstmal einen Weg finden, um da hochzukommen. Aber ich glaube, das ist ehrlich gar nicht mal geplant. So, jetzt weiß ich nur nicht, wie man das leider. Doch, jetzt sucht er doch gerade, glaube ich, oder? Nein. Hä? Ich habe nicht aufgepasst, wie man diesem Suchen bekommt. Aha. Also ich könnte auch den Tag beenden und so schön. So schöne Sachen machen. Egal, wir gehen einfach jetzt mal weiter, ganz knallhart. Das Wasser ist im Weg. Bitte. Ist das der Alternative? Jetzt ist es wieder weg. Vielleicht kann man hier irgendwas kaputt machen.
mach's doch nochmal. Hoffentlich ist es nichts. Was? Soll irgendwo Pigment vergessen haben? Ach was, das ist was. Tatsache, da ist noch ein Pigment, das ist nicht gut. Die darf man nicht vergessen. Dann nehmen wir nicht so mal mit. Ich frage mich, wieso bist du da? Ich glaube, das wird später mal wichtig werden. Und ich glaube auch, dass da weitergeht, aber erstmal wieder ein Problem voraus. Die wir uns stellen sollten. Und das Ding wird jetzt mal weggetragen, die Frage ist nur wohin. Ist das so ein witzig, wie die ganze Gegend tragen? Wenn es hinterher ist, würde ich das hintragen. Dann fragen wir dir einfach mal einen Zaun, wo es damit hingeht. Und das ist immer gut zu wissen, wo es hingeht. Wie ich es finde. Aber irgendwas sagt mir, dass es ins Raumschiff rein tut. Macht das Sinn? Das nur will ich mal alle weiter ran. Hier ist den Pigment. So, da sind wir doch eine ganz große Truppe. Man hört nie mehr hinterhergehen. Ich find's erst witzig. So, jetzt bin ich. Help, jetzt hat die Steuerung verkackt. Ich wollte eigentlich nicht komplett durchs Gebüsch gehen, sondern neben dran vorbei. Ist ja wurscht. Ah! Die kann man anreißen. Und zusammen klappt's dann. Ah, die arbeiten so gleich, da ist er, süß. Ist so süß. Gut, dann geht das Zeug zurück an wir. Gehen die weiter, würde ich sagen. So, ach krass, mach ich das kaputt, die Pigments. Ui, habt ihr das gesehen? Ihm ist eine Blüte gewachsen. Was geht da vor? Bei dieser Substanz handelt es um Nektar. Wenn die Pigment ihn zu sich nehmen, stimuliert das wohl ihr Wachstum. Dem Logbuch zufolge bewegen sich die kleinen Kerls umso schneller, je mehr sie gewachsen sind. Das sind wirklich ungewöhnliche Lebewesen. Ja, okay, wenn das so ist. Okay, jetzt ist es Mittagszeit. Kann man das irgendwie mitnehmen? Ich glaube nicht. So, also da hinten ist auch irgendwie noch mehr Pigment, aber die haben jetzt verkackt. Das ist jetzt halt so. Aber man kann die alle mitnehmen. Natürlich sind ja nicht alle Pigment. Sieh auf die Karte und hole die fehlenden. Gut, dann gehen wir es halt zurück und holen die fehlenden Pigmen. Es dauert sehr ewig, bis wir da mal vorankommen. Ja klar, unten kann man nicht mehr sehen, wie viel man gerade aktiv unterwegs hat. Und man darf halt keinen vergessen. So, jetzt haben wir noch ein paar, die also noch sehr, sehr junge Blüten haben. Jetzt sollten wir auch noch ein bisschen Nektar geben, dann wachsen die dementsprechend auch mehr. Gut, dann gehen wir nochmal hin. Ja, voilà. Wunder, es hat gerade so gereist. Ui, was ist hier? Was auf einmal aus dem Nix aufgeht, man kennt's.
Na sowas, da ist ja auch noch eine Höhle. Hier wimmelt es nur so von Kreaturen auf der Flucht vor ihnen, können sich unsere Kollegen in der Höhle zurückgezogen haben. Wir sollten uns da drin auf jeden Fall mal umsehen. Mhm, sehr interessant, sehr interessant, sehr interessant. Hier ist also eine Höhle. Und in diese Höhle werden wir im nächsten Part von Pikmin 4 reinzauen. Und den Part sage ich, danke fürs Zusehen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und ciao!